So, hallo. Ich wünsche euch erstmal allen ein super gutes neues Jahr. Jetzt hier nochmal live. Und ja, jetzt sind wir ja schon am sechsten Tag von 2019. Also ich finde es echt krass, wie schnell das immer wieder geht und wie schnell man auch wieder im Alltagstrott drin ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und ja. Und darum dachte ich, wäre es natürlich perfekt, jetzt wo wir eben noch am Beginn vom Jahr sind. Aber es ist ja im Grunde wichtig zu jeder Zeit, ja, auch wenn wir jetzt mitten im Sommer wären, wäre es genauso wichtig. Aber gerade jetzt am Beginn vom Jahr ist es wirklich super wichtig und man kann wirklich die Energien für sich nutzen und sich einfach ganz neu ausrichten. Weil die meisten von uns, ob nun bewusst oder unbewusst, ja, haben dann doch so dieses Gefühl, ja, jetzt kommt ein neues Jahr, da wird alles besser und dieses Jahr werde ich es endlich packen, das, was ich mir vorgenommen habe, oder dieses Jahr gibt es eine große Veränderung. Ja, und man merkt ja daran auch einfach, oder es wird einem bewusst, wie schnell die Zeit auch tatsächlich vorübergeht, ja, und da wollte ich einfach euch ein paar Tipps geben, also was ich selbst mache und was mir eben hilft natürlich. Und alles, was sich für euch stimmig anfühlt, könnt ihr für euch anwenden. Und also ich werde euch ein paar Tipps geben. Ich habe mir heute sogar mal Notizen gemacht, hier auf so ein paar kleinen Zettelchen, damit ich auch wirklich einigermaßen den Fokus halte und nicht wieder abschweife, ja. Und genau, aber es ist echt total wichtig, das sage ich gleich vorab. Es ist immer wichtig, aber es wird zunehmend wichtiger. Vielleicht habt ihr schon von anderen Leuten auch so Prophezeiungen und so gehört. Das teile ich jetzt nicht. Also gebe ich jetzt, sowas mache ich nicht. Erstens, also ich habe so, sehe da so zwei Aspekte. Zum einen, ja. Manches kann man oder vieles kann man auch nicht voraussehen, ja. Und da gilt es natürlich auch einfach, hier wirklich ins Vertrauen zu kommen, ja, ins Vertrauen zu sich selbst, aber auch ins Vertrauen in die Erde, in unser Universum, in den ganzen Kosmos, ja, also in das Sein, weil wir sind ja letztendlich alle miteinander verbunden. Wir erfahren uns ja hier so als Individuen und das ist einfach auf der Ebene, auf der wir hier wahrnehmen, ja, haben wir das Gefühl, wir sind alleine oder wir sind wir selbst. Dabei sind wir ja alle miteinander verbunden. Und natürlich kannst du, und das werde ich eben auch gleich mit euch teilen, für dich auf deiner, ich nenne es jetzt einfach mal, auf deiner individuellen Ebene, deiner Erfahrungsebene, die du hier durchläufst, ja, in deinem Leben, kannst du sehr viel beeinflussen und sehr viel bewirken, ja. Aber es gibt natürlich auch eine Ebene darüber, also so eine Kollektivebene, ja. Und es ist nicht so, dass wir dieser Ebene ausgesetzt sind, ja, weil manche oder sehr viele Menschen haben ja das Gefühl, und ich kenne das auch, ihr kennt es bestimmt auch, man ist so ausgeliefert, ja, den Geschehnissen, vor allem den Geschehnissen auf der Welt, ja. Klar, wenn du jetzt in irgendeinem, sage ich mal, Kriegsgebiet bist, ja, wir, die hier leben, können uns das nicht mal annähernd vorstellen, wie das sein muss. Manche, die hier sind, haben sowas schon erlebt, ja, vor allem jetzt alte Generationen, oder eben auch viele, die zugewandert sind natürlich, ja. Sogar mein eigener Vater, der hat auch noch den Krieg mitgemacht, ja, der ist Amerikaner und war im Vietnamkrieg, also in den 60er, 70ern, ausgerechnet in der Zeit, ne? Und das ist einfach keiner. Ich habe noch nie zum Glück, ja, sowas erlebt und hoffe auch, dass ich es nie erleben werde. Aber natürlich bekommt man auch, das ist jetzt eine Extremsituation, ja, aber man bekommt dann oft das Gefühl, man ist ausgeliefert. Und ja, manches können wir nicht beeinflussen, aber vieles, ja. Und es ist auch immer eine Frage davon, wie nimmst du es wahr, ja. Also es gibt Menschen, die können im größten Chaos, im schlimmsten Sturm stehen und bleiben in ihrer Mitte, haben ihr Herz geöffnet und die werden eine ganz andere Wahrnehmung haben als jemand, der sozusagen mitgerissen wird vom Sturm, ja? Und so oder so, egal in welcher Situation du dich befindest oder was
in welchen Situationen du dich zukünftig befinden wirst, ja, ob die nun vorhergesehen waren oder nicht, also ob die von dir geplant waren oder nicht, ja, es ist immer gut, dafür zu sorgen, im eigenen Kraftfeld zu bleiben und ja, und die Energie bei sich zu behalten. Und darüber wollte ich jetzt sprechen, ja, also wir haben jetzt eben den Beginn von einem neuen Jahr. Und alles, was wir schon die letzten Jahre so wahrgenommen haben, dass alle Themen, die an die Oberfläche kommen, und es wird für manche anstrengender. Und ja, es wird eventuell noch anstrengender oder es wird noch mehr an die Oberfläche kommen. Und das ist auch gut so, weil wir alle wünschen uns Heilung, ja, wir wünschen uns Veränderung auf der Welt. Die wenigsten Menschen auf der Welt wünschen sich sowas wie Krieg, ja? Eigentlich wollen mittlerweile alle eine Erneuerung und was Neues. Und es ist einfach wichtig, dass du deinen Fokus für dich so setzt, dass du auch wirklich deine Ziele erreichst und auch wirklich endlich in deine Kraft kommst und das Leben führst, wonach du dich schon so lange sehnst, ja? Und was da ganz, ganz wichtig ist, ja, ist Klarheit. Also Klarheit, wenn du Klarheit darüber hast, ja, wo du jetzt stehst, das ist super, super wichtig. Das ist erstmal der wichtigste Ausgangspunkt. Ja, dazu gehört natürlich, dass du dir auch bewusst wirst und dir auch eingestehst, okay, so und so ist meine aktuelle Situation. Und da gebe ich euch auch gleich schon mal den ersten Tipp sozusagen. Ja, wenn ihr das richtig angehen wollt, ja, und nicht länger eben die Beifahrerin im Leben sein wollt, ich stelle mir das immer vor wie in so einem Auto, ja, man sitzt als Beifahrer drin, das Auto kommt voran, aber du hast eigentlich gar keine Kontrolle darüber, ja. Und in manchen Situationen geht es darum, die Kontrolle loszulassen. Man hat eigentlich nicht wirklich die Kontrolle, aber ich meine das eben so, du kannst mit deiner Energie natürlich ganz zielgerichtet auch bestimmte Energien in dein Leben ziehen, ja, und deinen Fokus eben auf das eine oder auf das andere richten. Und natürlich gibt dir das so ein gewisses Gefühl von, okay, hier habe ich auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Macht ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich kann hier mitsprechen, ich habe einen freien Willen. Und das ist ja auch super wichtig, wir haben ja tatsächlich einen freien Willen, ja, und den können wir auch für uns nutzen. Und was du hier machen kannst, ganz konkret, ja, ist wirklich dir mal ein Blatt Papier nehmen. Vielleicht auch brauchst du mehrere Blätter, am besten einen Block und einen Stift. Und dann wirklich mal aufschreiben, was, also vielleicht zum Punkt Klarheit, um dir klar zu werden, was, ja, wo stehe ich jetzt im Moment in meinem Leben? Wie sieht meine aktuelle Situation aus? Wie habe ich die letzten Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre verbracht? Und dann auch da wirklich mal durchzu scannen sozusagen in jedem Bereich, der dir eben in den Sinn kommt. Bin ich hiermit glücklich? Ja. Was tut mir gut? Und dann schreibst du dir vielleicht auch wirklich mal auf, was tut dir gut, aber natürlich auch, was tut dir nicht gut? Und da würde ich einfach mal alles aufschreiben, ja. Natürlich kann man das auch alles im Kopf durchgehen, aber ganz ehrlich, wenn man es sich aufschreibt, dann hat man einfach den besseren Überblick und dann kommen meistens noch viel mehr Sachen hoch, die man sonst gar nicht sehen würde. Also als Vergleich, jemand, der jetzt gerade seine Ernährung umstellt, ja, vielleicht kennt ihr das auch von euch, da höre ich so oft von anderen Leuten, weil ich auch viel in dem Bereich ja, das ist ja auch so eine Leidenschaft von mir, gesunde Ernährung. Da höre ich so oft, ja, ich ernähre mich so gesund, ich habe heute das und das gegessen. Ja, aber was hast du dazwischen gegessen? Und keiner erinnert sich am Abend oder am nächsten Tag noch daran, dass er zwischendurch hier einen Riegel und da eine Schokolade. Also genauso ist es eigentlich auch mit unserem Leben, mit unserem Alltag. Was hast du wirklich gemacht? Wann hast du zum Beispiel, also schreib dir auch so Sachen auf wie womit verbringst du deine Zeit, ja? Also man kann wirklich mal so als Durchschnitt, um so einen Schnitt von seinem Leben so ein bisschen, vielleicht mal so eine objektive Perspektive darauf zu bekommen, einfach mal aufschreiben, okay, wie verbringe ich denn so meine Tage? Vielleicht mal überlegen, wie habe ich denn gestern so den Tag verbracht, ja? Und vielleicht da einfach mal durchgehen, wie verbringe ich so meine Tage?
Wann stehe ich auf? Was mache ich dann meistens zuerst? Was kommt dann gegen Mittag und so weiter bis zum Abend? Und dann schreibt ihr auch so Sachen auf wie hier eine Stunde auf Facebook gesurft. Hat dir das was gebracht oder hat es deine Energie gezogen? Ja? Es kann ja auch sein, dass es dir was gebracht hat. Zum Beispiel ist sowas bei mir reine Energieverschwendung, ja? Und damit hätte ich eine Stunde mehr Zeit für mich, in der ich zum Beispiel meditieren kann oder mich ganz bewusst und aktiv meinem Kind widmen kann oder was auch immer, ja? Und es gibt so viele kleine Zeiträuber und es ist einfach so schade, wenn man die nicht erkennt, ja? Also ihr kennt ja bestimmt die Leute und ich habe das manchmal auch, dass ich sage, ich habe keine Zeit, ja? Dabei kann man sich die Zeit immer nehmen. Die Zeit kannst du dir selbst einteilen und die Zeit ist einfach auf unserer Erfahrungsebene hier super, super kostbar, weil wir kriegen die Zeit nicht wieder zurückgeschenkt. Die Zeit jetzt ist einfach weg, ja? Wenn und alle die Zeit, die jetzt noch auf dich zukommt, die willst du ja nutzen, ja? Keiner weiß oder wenige wissen, wie lange sie wirklich noch leben. Und selbst da ist mittlerweile auch mein Gefühl, es gibt mehrere Türen, ja? Es kann auch sein, dass du durchaus länger bleibst, als du vielleicht im Gefühl hast, ja? Vielleicht aber auch kürzer. Wer weiß das schon, ja? Das ist bei mir gerade auch so ein bisschen ein Thema, weil ich gerade in den letzten 4 Wochen auch bei uns in der Familie 2 Menschen verloren habe und ein Hund ist noch gestorben, ja? Also es waren zwar meine Großeltern in dem Fall, die waren auch schon über 90, aber trotzdem, natürlich, ja, ich höre auch von vielen, vielen jungen Menschen, die sterben, obwohl die top fit waren und alles, aber du weißt nie genau, wann zum Beispiel deine Zeit gekommen ist. Und das ist eigentlich auch nichts Schlimmes, sondern was Wunderschönes, ja. Und somit kann man sich jeden Tag auch immer wieder bewusst machen. Ihr habt den Spruch schon gehört, aber macht ihn euch wirklich bewusst, ja. Was wäre, wenn das heute dein letzter Tag wäre? Was würdest du heute noch erleben wollen, ja? Was wäre dir wirklich wichtig? Und da, wie ich es schon gesagt habe, schreibt wirklich mal auf, was gefällt mir an meinem Leben, was gefällt mir nicht, welche Situationen erlebe ich immer wieder, die mir nicht gut tun, welche Menschen in meinem Leben, und da kommen viele an ihre Grenzen, tun mir nicht gut, welche Menschen tun mir gut und will ich weiterhin in meinem Leben haben. Weil auch da ist es super wichtig, dass du dir auch bewusst wirst, okay, die Menschen, mit denen du dich umgibst, ja, mit denen gleichst du deine Frequenz, deine Energiefeld, deine Schwingung automatisch an. Also ich merke das auch zum Beispiel, ich liebe meine Familie und ich werde jetzt zum Beispiel nie den Kontakt zu meiner Familie abbrechen. Aber ich merke, dass ich da zum Beispiel meine Schwingung etwas herabsetze. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, sondern da geht es einfach um ganz andere Themen und so weiter. Und ich merke das zum Beispiel in dem Fall, passe ich auch meine Ernährung etwas an, damit meine Schwingung so ein bisschen runtergeht, ja. Und wenn ich jetzt mit Menschen, ich nenne sie einfach mal Herzensmenschen, mit meinem Soul Tribe zusammen bin, da geht meine Schwingung einfach nur durchs Zusammensein hoch, schießt in die Höhe, ja. Und da könnte ich zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel gar nicht zu mir nehmen. Nur so als Beispiel, wie ich das eben wahrnehme, ja. Das kann bei dir ganz anders sein. Aber es ist wichtig auch zu sehen, wer dich dauerhaft und immer wieder, und du wirst da ein gutes Gespür für haben, da bin ich mir sicher, zum Beispiel klein hält, runterzieht, wen du immer wieder mitziehen möchtest, ja, gerade Helferseelen neigen dazu. Und da ist es wirklich wichtig, irgendwann auch einen Schlussstrich zu ziehen. Und damit hilfst du nicht nur dir selbst, sondern auch demjenigen oder derjenigen Person eben, ja, weil jeder ist für sich selbst verantwortlich und wir helfen niemandem, indem wir sie versuchen, irgendwie mitzuziehen. Jeder hat einen freien Wille, also auch da, jeder hat ein anderes Erleben. Und was auch ganz wichtig ist, wenn du dich weiterentwickelst, es ist ganz normal, dass manche Menschen und auch Situationen von dir abfallen. Es werden manche mitgehen und sich freuen, dass sie mit dir zusammen sowas erleben dürfen. Und es wird aber auch manche geben, nö, die wollen in ihrem Alten bleiben, die wollen ihre Komfortzone nicht verlassen und die finden es schon mal gar nicht gut, dass jemand in ihrem Umfeld die Komfortzone verlässt, weil das greift in gewisser Weise ihre Schutzmauer an, ja, und
Und das kann auch ganz schön Angst machen. Das ist nicht bewertend gemeint und das kann man einfach in Liebe annehmen und so sehen, erkennen, ja. Ohne da jetzt irgendwie in ein großes Leiden oder in einen großen Schmerz zu fallen. Natürlich gibt es auch Momente, so welche hatte ich auch schon, wo du dich vom Menschen trennst und es ist schmerzhaft, ja. Ich hatte sowas sogar schon mit Freundschaften, selten, aber, also auch schon lange her, also über 10 Jahre, aber auch da habe ich zum Beispiel ganz bewusst gemerkt, das passt nicht mehr, das geht nicht mehr, meine Energie geht da richtig flöten, ich werde jedes Mal runtergezogen, wenn ich diese Person sehe und die Person habe ich bis heute trotzdem noch in meinem Herzen, ja. Also, das bedeutet nicht, dass dir die Person nicht mehr wichtig ist, aber wie die Person damit umgeht, ob sie dann verletzt reagiert oder beleidigt ist, das ist nicht deine Sache. Also jetzt habe ich viel dazu gesagt, aber weil ich auch einfach sehe, dass bei vielen Leuten sowas passiert. Ich beobachte es im Moment viel in meinem Umfeld, ja, dass tatsächlich Beziehungen zu Ende gehen oder andere sich wiederum total noch verstärken, ja, und merken, wow, wir gehören wirklich zusammen. Und damit meine ich auch Freundschaften, auch Familien und so weiter. Also Klarheit, nochmal dazu zurück, Klarheit, werd dir klar über deine Situation, schreib dir das alles mal auf, ja. Ich habe guckt zwischendurch mal jetzt auf meine Notizen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Und dann kannst du dir auch wirklich mal auf das Blatt schreiben. Ich finde, die Frage ist sehr simpel, aber die ist so super effektiv, wenn du dir wirklich mal die Frage öfters hintereinander stellst. Und zwar, was willst du wirklich? Also schreib dir zum Beispiel jetzt hier auf dein Blatt, was will ich wirklich? Und dann stelle die Frage nochmal, was will ich wirklich, ja? Weil mit der Frage filtert man automatisch durch, was man wirklich möchte. Da bleibt nicht mehr viel übrig, ja? Mach dir wirklich bewusst, brauche ich das wirklich, ja? Bei allen Gegenständen zum Beispiel, ja? Vielleicht ist jetzt gerade auch eine Zeit, wo du mal das ganze Haus ausmisten möchtest oder was auch immer. Vielleicht möchtest du Beziehungen ausmisten. Was auch immer bei dir ansteht, vielleicht willst du ein paar Pfunde verlieren oder, ja. Und dann frag dich, was will ich wirklich? Und dann kannst du dir eben zu deiner Klarheit auch noch notieren und dir einfach mal da mal reinfühlen und dir Gedanken machen, was sind deine Werte im Leben? Was ist dir wirklich wichtig? Ja, jeder hat unterschiedliche Werte und je nachdem, was deine Werte sind, wirst du auch dein Leben ausrichten. Mein Wert, und den teilen natürlich ganz viele Menschen, ist zum Beispiel Freiheit, Unabhängigkeit. Und danach richte ich eben auch mein Leben aus. Aber auch das ist so ein großer Begriff, der hat für jeden eine andere Bedeutung, ja? Und sich darüber bewusst zu werden und da Klarheit zu bekommen, ist einfach super wichtig. Ohne Klarheit kannst du dich ja gar nicht klar ausrichten. Und was dann passiert, und da bin ich eine Erfahrene drin, weil mir das ständig passiert ist in meinem Leben, ja, ist, du bist dann total verstreut. Und mir passiert das heute auch noch hin und wieder. Und ich merke dann sofort, oh wow, meine Energie geht flöten, weil ich sie in alle Richtungen streue und meinen Fokus nicht setze, ja. Und davon habe ich am allerwenigsten und um mich herum hat natürlich auch keiner was davon. Deswegen, setz deinen Fokus, werde dir wirklich klar. Und das war jetzt so das eine wichtige Thema, das mit der Klarheit. Und dann das andere wäre natürlich, wenn du dir klar bist, dann geht es auch darum, dann deine Schritte zu gehen. Und dann werden dir unter Umständen höchstwahrscheinlich immer wieder auch Hindernisse über den Weg laufen. Zum Beispiel Menschen, die dich davon abhalten wollen oder irgendwelche äußeren Umstände und so weiter. Und egal, was dir ja, wo du dich befindest, es ist super wichtig und da fühl jetzt mal in dich rein, ob das für dich auch wichtig ist, dass du dein Energiefeld stärkst, ja, dass du wirklich es schaffst, in deiner Kraft zu bleiben. Und jeder, ja, glaub mir, selbst die spirituellsten Menschen auf der Welt, auch die haben ihre Erlebnisse, auch die haben mal niedere Gefühle, ja. Jeder wird auch mal rausgerissen. Aus dieser Blase nenne ich sie einfach mal, ja. Nur ein paar wenige schaffen das wirklich immer da drin zu bleiben. Und sind auch hier auf der Erde, um uns eben dabei zu unterstützen, das auch hinzubekommen. Aber die meisten, die man so sieht, ja,
Auch bekannte Leute haben natürlich auch diese Tage. Und ich finde es auch so schön, dass heutzutage immer mehr da ganz authentisch auch darüber sprechen, dass sie auch ihre Down-Tage haben. Ja, aber das Wichtige ist, wenn du zum Beispiel mal so ein Erlebnis hast, du hast auch hier wieder deinen freien Willen und kannst dich da auch direkt wieder rausziehen. Du bist dafür verantwortlich, in welcher Energie du bist. Ja? Wenn du gerade ja, dich schlecht fühlst, dann hast du die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass du dich wieder gut fühlst. Und ich bin ja schon immer jemand gewesen, oder vor allem die letzten Jahre, die dann auch gesagt hat, es bringt nichts, seine niederen Gefühle oder unangenehme Gefühle zu verdrängen. Ja? Wenn dahinter ein Heilungspotenzial steckt, dann ist es natürlich wichtig, da auch mal reinzugehen. Aber ich muss sagen, mittlerweile, ich sehe das auch immer noch so, aber mittlerweile mache ich da so ein paar Unterschiede und da kommt es einfach darauf an, da muss man einfach reinfühlen in der jeweiligen Situation. Ja? Zum Beispiel habe ich in den letzten Tagen ein, zwei Mal, ich achte gerade mehr auf meine Träume, auch wegen den Rauhnächten und so, und da hatte ich ein, zwei Mal Albträume, bin dann morgens wach geworden und hatte so eine Energie wie, oh, was war das für ein Traum, da war meine Energie nicht so gut. Ja? Und dann habe ich aber mich entschieden, das nicht zu analysieren, wie ich es früher gemacht hätte, da nicht stundenlang drüber nachzudenken, was das jetzt alles bedeuten könnte. Nee, ich habe einfach gemerkt, das Gefühl wollte jetzt einfach mal wahrgenommen werden und ich habe es gleich losgelassen. Und dann habe ich mich gleich hingesetzt, habe meine Übung gemacht, eben um mich mit der Liebe zu verbinden, um mein Herz zu öffnen. Und was war dann der Effekt? Ich war in einer guten Energie, mir ging es gut, ja. Und andersherum wäre ich vielleicht den halben Tag in der schlechten Energie gewesen. Und das ist einfach wichtig. Ich habe ja in dem, ja, vielleicht haben es ja noch nicht alle von euch auch gesehen. Ich habe hier, wenn ihr mal in der Gruppe runter scrollt, habe ich so einen Link von einem Video, den ich ja für euch gemacht habe. Ich wollte ja letzte Woche, einen Tag vor Silvester, mit euch live in so einem Webinar, so eine Meditation machen, aber mein Internet und alles hat ja an dem Tag gestreikt und dann habe ich es ja aufgenommen und auf YouTube gestellt. Das sind übrigens zwei Videos, ja. Das eine, was ich hier in der Gruppe geteilt habe, ist nicht gelistet, das heißt, das können nur die Leute sehen mit dem Link. Ich habe das nämlich danach nochmal gekürzt und auch auf YouTube gestellt. Also nicht verwechseln, weil bei dem, was ich hier in der Gruppe geteilt habe, da habe ich auch noch mit reingebracht, dass wir uns hier als Gruppe verbinden. Und das habe ich aber ganz bewusst rausgenommen für den öffentlichen YouTube-Kanal, weil ich gefühlt habe, oh, man weiß nie, wer die Videos guckt. Und ich will nicht, dass sich jeder einfach mit uns hier verbinden kann. Also wenn ihr die Meditation macht, die hier in der Gruppe unten verlinkt ist, ich kann es auch nochmal später hier in den Kommentaren posten, dann ist es wirklich ein geschützter Raum. Ja, das sind dann wirklich nur wir hier, wir Frauen hier aus der Gruppe. Und die könnt ihr gerne machen, dauert ungefähr 30 Minuten oder auch nur eine Viertelstunde, wenn ihr nur den ersten Teil macht, indem ich nämlich einfach zeige, wie ihr euch mit eurem Herzen verbinden könnt, wie ihr euer Energiefeld stärkt, ja, wie ihr euch einmal umhüllt, ja, mit so einem goldenen Licht. Da habe ich so eine bestimmte Technik, die ich super effektiv finde. Vielleicht habt ihr auch eine eigene Technik oder möchtet gerne also was anderes ausprobieren und einmal durchreinigen. Das sind wirklich die Sachen, die mache ich, also eigentlich jeden Tag, ja. Manchmal mehrmals täglich, manchmal lasse es auch komplett weg, aber ich muss sagen, das ist so ein Ritual von mir. Ich mache das meistens in 5 bis 10 Minuten einmal durch, ja. Und bei meinem Kind mache ich es übrigens auch, ja. Und das ist seitdem nicht mehr krank geworden. Also das war total erstaunlich, ja, als ich da vor 5 Jahren mit angefangen habe. Und ja, das wäre so eine Sache, die ich euch ans Herz legen kann. Ja? Mit dem Kraftfeld stärken, so sorgst du dafür, dass du in deiner Energie bleibst. Und wenn du jemand bist, der gerne anderen hilft, du kannst so anderen noch besser helfen, indem du bei dir bleibst. Ja? Das ist kein Egoismus, wenn man sich zuerst um sich selbst kümmert, weil dann erst kannst du dich wirklich auch um die anderen kümmern. Und ja, also das wäre wirklich was, um in einer guten, hohen Schwingung zu bleiben und dich auch selbst immer wieder da hochzuholen, ja. Und natürlich, man hat auch mal die Tage, wo man einfach den ganzen Tag einfach gerne auch mal, ja, vielleicht in nicht so einer guten Energie ist, aber das darf auch mal sein. Aber wichtig ist, dass man nicht mehr in so einem Leiden bleibt, tagelang, wochenlang, ja. Und ja, das ist irgendwie so passé, man muss es nicht, ja, man muss
man muss kein Leiden mehr durchgehen, um einen positiven Effekt zu haben. Ja? Das war mal so, aber das ist seit ein paar Jahren überhaupt gar nicht mehr, also nach meinem Gefühl der Fall. Ja? Und jetzt schaue ich mal auf meinen Zettel. Was dir natürlich auch Kraft geben kann, ist, dir Zeit für dich selbst zu nehmen. Jetzt, heute, aktuell, oder jetzt eigentlich heute Nacht, gestern Nacht, ich glaube 2:30 Uhr war Neumond. Und das ist auch immer so eine Zeit, wo man sich wirklich Zeit für sich selbst nehmen kann, ja, sich mal für eine Stunde oder mehr oder weniger zurückziehen kann und Innenschau halten kann. Da wäre es jetzt mal super, zum Beispiel, dir die Übung mit dem Blatt und mit dem Stift zu machen, wo du dir einfach klar wirst, ja, dich ausrichtest. Da kannst du ja übrigens auch deine Ziele aufschreiben, falls ich es vorhin gar nicht gesagt habe. Und dann gibt es natürlich auch, ist es wichtig, dir Ich-Zeit zu nehmen. Was tut dir gut? Womit kannst du dir was Gutes tun? Womit kannst du dich verwöhnen? Das ist für jeden was anderes. Ja, manche möchten gerne einfach sich in eine warme Decke kuscheln, aktuell, wenn ihr hier im Kalten seid, ja, und vielleicht eine heiße Schokolade trinken und ein Buch lesen. Andere möchten gerne mal in die Sauna gehen, was auch immer deins ist, oder mal morgens aufstehen und Yoga machen oder mal einen Film gucken. Jeder hat seins, was sich selbst gut tut. Du wirst wissen, was dir gut tut. Und es ist ganz wichtig, egal wie stressig dein Alltag ist, und ich lasse keine Ausreden gelten, ich bin alleinerziehende Mutter von einem 7-jährigen Kind, das nicht zur Schule geht, und 2 Hunde habe ich auch noch, ja. Das heißt, ich weiß, wie es ist, wenig Zeit zu haben vom Gefühl, aber auch ich schaffe es, ja. Ich bekomme es immer mehr hin, mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Zum Beispiel jetzt, um hier auch das Live-Video für euch zu machen. Und ja, jetzt schaue ich mal, was habe ich hier noch? Genau, was du auch machen kannst, ist, ach, das habe ich aber vorhin schon erzählt, hier habe ich es notiert, dass du eben einmal aufschreibst, wie verbringst du deine Tage, genau, was kannst du streichen, habe ich alles schon gesagt. Genau, deine Ziele aufschreiben, du kannst dir einen Plan machen, ja, wenn du bestimmte Ziele oder Visionen hast, dann schreib sie dir auf, schreib auf, was du wirklich erreichen möchtest. Und da gibt es natürlich viele Übungen, da mache ich bestimmt auch mal ein Live-Video dazu, wie du das manifestieren kannst, ja? Wie du dich immer wieder mit der Energie verbinden kannst. Und ich erwähne es schon mal kurz, am besten klappt es natürlich, wenn du dich mit dem Gefühl, dass du das bereits schon hast oder lebst, ja, verbindest. Weil tatsächlich ist es ja auch schon so, ja? Und ich bin davon überzeugt, wenn du dich nach irgendetwas sehnst, dann ist es auch dafür da, von dir gelebt zu werden. Sonst würdest du dich danach nicht sehnen. Da bin ich von überzeugt, ja. Deswegen, alles ist möglich, ja. Und ja, jetzt schaue ich, was habe ich hier noch? Verbinde dich mit gleichgesinnten Menschen, die deine Energie anheben. Habe ich vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt, ist auch klar, ja. Genauso wie du dich von den Menschen befreien solltest, wenn es sich stimmig anfühlt, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Ja, wenn du das Gefühl hast, okay, wir lernen nicht weiter voneinander, das war's, habe ich vorhin schon gesagt. Genauso wichtig ist es, dass du dich mit Menschen verbindest, die dir ähnlich sind, die den gleichen das gleiche Erlebnis wie du im Moment haben, ja, die den gleichen Weg gehen, die dich stützen, die dich fördern und mit denen du dich einfach gut fühlst, ja, weil keiner muss alleine sein und es ist so wichtig, es wird immer wichtiger, dass wir uns miteinander verbinden. Ich bin mir auch sicher, dass das in den nächsten Jahren für viele super wichtig sein wird, ja. Alleine als Einzelkämpfer, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube schon seit langem nicht mehr an. Also ich hatte noch nie wirklich ein Konkurrenzdenken, um ehrlich zu sein, aber viele hatten das und die Zeiten sind vorbei. Wer heute noch in Konkurrenz denkt, der hat den Zeitgeist nicht richtig begriffen, meiner Meinung nach. Ja? Es geht echt darum, sich miteinander zu verbinden, weil das verstärkt auch nochmal die Energie für jeden Einzelnen. Ja? Also zusammen sind wir stark sozusagen. Deswegen guck mal, wer bei dir im Umfeld ist. Ja? Mit wem kannst du dich verbinden? Heute klappt es auch übers Internet, ja. Das ist besser wie nichts, ja. Und auch daraus können Freundschaften entstehen und tolle Wegbegleiter sich auch zeigen. Dann, genau. Was habe ich? Ach ja, und auch das mit den Menschen oder Situationen, die dir deine Energie rauben, da kannst du auch wirklich sagen: Stopp, ich will jetzt nicht mehr, ich mache da nicht mehr mit. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand mit dir irgendwie was
über was Negatives sprichst und du merkst, deine Energie geht runter, dann geh einfach, sag du oder sag ich möchte darüber nicht mehr sprechen. Aber übrigens, genau über das Thema werde ich ausführlich am Donnerstag um 11 Uhr sprechen, ja? Also falls ihr da dabei sein wollt. Deswegen gehe ich da näher nicht drauf ein. Ja, das waren eigentlich auch schon so die wichtigsten Sachen. Also ich wiederhole es nochmal, Klarheit, mach dir einen Plan, werde dir klar darüber, was du wirklich machen willst, ja, wo du jetzt im Moment stehst, gesteh dir ein, wo du jetzt im Moment stehst und dann richte dich aus, ja, formuliere Ziele, Visionen und achte auf deine Schwingung, auf deine Energie, auf dein Kraftfeld, ja. Und dann wollte ich euch am Ende nochmal auch einfach nochmal die Frage stellen, ja. Wenn du dir jetzt, also stell dir mal vor, oder anders gefragt, kannst du dir vorstellen, dass wir hier auf einer Erde leben, auf der es keine niederen Gefühle mehr gibt, auf der es keine Konflikte und keinen Krieg mehr gibt? Fühl mal rein in die Frage, ja, weil klar, aktuell gibt es das noch, aber worauf willst auch du dich hier ausrichten? Und da ist es eben super wichtig, weil du und ich, wir alle hier, wir gehören zu dem Kollektivmensch, ja. Und so wie du eben, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, wie du für dein Leben, ja, für dich individuell einfach deine Energie auch lenken kannst und auch bestimmte Sachen ins Leben ziehen kannst, ja, und anderes loslassen kannst, genauso funktioniert es ja auch mit uns Menschen als Kollektiv. Das ist so eine Art Orchester, wie jeder spielen da eine bestimmte Rolle drin, ja, und gemeinsam haben wir eben einen Effekt auf uns alle. Und umso logischer ist es auch, ja, je mehr Menschen sich, naja, eine Welt ohne Gewalt, ohne Krieg und so weiter vorstellen können, desto möglicher wird es auch. Also ich bin davon überzeugt, dass es irgendwann hier so sein wird auf der Erde. Und da kannst du einfach mal reinfühlen und dir auch bewusst machen, welch einen Effekt auch du dabei hast, ja. Also jeder spielt da eine riesengroße Rolle dabei. Und auch hier kann man sich wieder verbinden. Und somit der Erde und allen anderen etwas Gutes tun, ja? Weil auch als Kollektiv starten wir zu einer gewissen Zeit eine Art Momentum und wir haben irgendwann auch einfach als Kollektiv eine Intention gesetzt und damit ging das Momentum los. Manchmal ist es nicht mehr ganz aufzuhalten, wobei für mich meiner Meinung nach alles ist möglich, ja? Und das gilt eben fürs Kollektiv, aber auch für dich, ja? Ja, das war eigentlich so das Wichtigste, was ich mit euch teilen wollte. Und ich finde, es ist einfach super wichtig und wird garantiert immer wichtiger, dass du dir einfach bewusst wirst und klar darüber wirst, was du möchtest, ja, weil solange du die Klarheit nicht hast, kannst du ja auch gar nicht klar agieren, ja. Aus einer Klarheit heraus agiert und reagiert man ganz anders, als wenn man sich nicht so klar ist, ja, und so die Energie eher verstreut. Ja, ihr Lieben, das war's, was ich heute mit euch teilen wollte. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht und ja, ich persönlich habe ja auch einige Lehrer, manche von ihnen haben auch so ein paar ja, Voraussichten für das neue Jahr auch geteilt und was ich mega stimmig fand, ich teile es jetzt doch mal noch so mit euch, nur so ein paar Sachen, was ich mega stimmig fand von einer Lehrerin Enelia Benz, falls es euch interessiert, also das sage ich auch immer dazu, von wem ich sowas wahrgenommen habe, was sich für mich eben stimmig anfühlt, hat eben genau auch das auch unterstrichen und gesagt, es ist super wichtig, dass du eine Entscheidung triffst dieses Jahr, sozusagen, wo willst du sein, ja? Willst du weiterhin auf der Seite es ist halt die Mehrheit der Menschen, die, sage ich mal, eher in so einer Energie von Jammern und sich dem Ganzen ausgesetzt fühlen. Oder willst du aktiv auch was dafür tun? Ja? Willst du die Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass du immer oder die meiste Zeit in einer guten Energie bist und wenn du mal in einer schlechten bist, dich selbst da wieder rausholen? Ja? Und dich sozusagen, es geht auch darum, raus aus der Opfermentalität zu kommen, ja, und ich glaube, das sind wir alle hin und wieder, und das ist auch okay. Wichtig ist nur, dass du dir dessen bewusst bist, weil dann durch dieses Bewusstsein erst kannst du dich ja da überhaupt erstmal rausholen, und das sind so die ersten Schritte.
Und was ich auch gehört habe, ist, dass dieses Jahr das Immunsystem super wichtig ist, ja. Und es passt eigentlich auch dazu, dass wir selbst in unserer Kraft bleiben. Und natürlich gehört da auch unser physischer Körper dazu. Der trägt uns ja durchs Leben. Und da ist es super wichtig, sich eben auch um den Körper zu kümmern und dankbar zu sein. Und genau, aber ich lasse es mal dabei. Ich habe gar keine Uhrzeit, aber ich denke, wir haben so 30, 40 Minuten. Sind bestimmt jetzt rum. Also ich freue mich über alle, die dabei waren, jetzt live und natürlich über alle, die sich auch noch später das Video anschauen. Und ja, lasst mir doch gerne Kommentare hier, ob euch das Video gefallen hat, ob euch die Tipps geholfen haben und ob ihr auch vielleicht heute am besten, heute Sonntag ist ein guter Tag zur Neumondzeit, euch auch die Zeit nehmt und vielleicht mal so Notizen macht, ja. Und euren eigenen Klarheitsplan sozusagen schreibt für das neue Jahr. Also, ich wünsche euch einen super schönen Sonntag und bis bald. Tschüss.